Sollte aber jetzt erstmal Punkte verteilen. So gut ich das kann. Habe ja schon ordentlich wieder Punkte. Fallen entschärfenden Punkt. Könnte aber auch ebenso gut noch sparen und hier einen Punkt. Aber nee, erstmal am Anfang. Lieber hier und dort ein paar Punkte verteilen. Schwerter bin ich beim Maximum. Ich sollte mir aber 150 zurückhalten für. Nee, brauche ich nicht. Ich habe schon Rüstungs- und Schildkampf. Also ist alles in Ordnung soweit. Heilkunde brauche ich jetzt nicht unbedingt. Maximieren wir mal die beiden. Ah, noch einen Punkt in Zwergnase und Fallen entschärfen. Wobei, Zwergnase. Selbstbeherrschung bräuchten wir auch noch. So. Amazone voraus. Bei ihr Bogen und Säbel maximieren. Auch ein bisschen die Selbstbeherrschung, ein bisschen mehr schleichen vielleicht. Tierkunde, Pflanzenkunde, Heilkunde. Aufgepasst. So, du bist Maximum hier. Du könntest Schildkampf lernen, also dürfen wir dir nicht zu viel geben. Ein Punkt hier rein vielleicht. Zwei Punkte in Schleichen. Zwergnase brauchst du nicht unbedingt, also mehr Selbstbeherrschung. Naja, das braucht geht bringt auch gerade nichts. Ich nehme die Sache in die Hand, bin ich? Ja, du hast Gassenwissen. Du bräuchtest aber einen gezielten Schuss und den Lademeister als nächstes, also 150 zurückhalten. Lebenspunkt wäre nicht schlecht. Und da sind wir schon bei 150. So. Da ist Bala. Da rinnt's den Breyers-Tempel runter. Mal gucken, können wir beim Spieß den gezielten Schuss lernen. Und für Vorgrim die Schildkampf. Spieß-Effing zu. Ja, was können wir lernen? Defensiver Kampfstil brauchen wir nicht. Wir brauchen Schildkampf für Borgrim. Alles klar. Und Glätis, gezielter Schuss kennst du nicht. Nein. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder zu Bala. Wie kann ich euch helfen? Ja, ich glaube, ich habe einen gemeinsamen Kreis zwischen den Mordopfern gefunden. Seht euch die Brosche des alten Ilko und Zarathustra mal einmal genauer an. Achtet besonders auf das Material, aus dem sie gefertigt sind. Erkennt ihr die Ähnlichkeit? Tatsächlich, beide Schmuckstücke scheinen aus demselben Material gefertigt zu sein. Doch was hat das mit dem Morden selbst zu tun? Weshalb sollte jemand die beiden wegen dieser Schmuckstücke ermorden, nur um sie dann bei ihren Opfern zurückzulassen. Es muss also um etwas anderes gegangen sein. Ihr habt recht. Dies sind bislang alles nur Hinweise. Ich werde also weitersuchen müssen. Habt ihr noch Dank? Ihr habt also weitere Hinweise gefunden, ja? Ja, das stimmt. Ich habe beide Morde untersucht, aber ich tappe immer noch im Dunkeln. Louisiane lässt euch ausrichten, dass sie euch unbedingt treffen muss. Geht zum Sinditipp. Sie erwartet euch bereits.
Also am neuen Hesinde-Tempel. Was redet Bader gerade? In der Mordsache hat sich etwas getan. Die Morde am alten Ecken und dem Drachen hängen womöglich zusammen. Ein Zusammenhang zwischen dem Mord an einem Bettler und einem Imanspieler? Es klingt merkwürdig gewiss, dennoch gefreiter Halmbusch nimmt zum Protokoll, dass beide ein Kleinod aus sonderbarem Material besaßen. Zu Befehl, Frau Wachthauptfrau. So, wieder ein paar Punkte. Auch wenn es nur ein kleiner Hinweis ist, so kann doch jedes Detail zur Klärung der Ereignisse beitragen. Habt ihr wohl recht. Ich hoffe wirklich, wir können diese Morde bald aufklären. Das hoffe ich auch. Sonst irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein, Frau Wachthauptfrau. Nein, Frau Wachthauptfrau. Gut. Ja, die beiden stehen immer noch hier wie angewurzelt. Ihr wünscht etwas über den Bogenbau zu erlernen? Ja. Gezielter Schuss für Gladys, bitte. Danke. Ich habe immer auch vergessen zu gucken. Ja. Nehmen wir mal wieder hier steigert. Wobei ich jetzt auch noch Balsam so eine Bunde lernen sollte. Mit ihr? Je mehr Heilung wir nämlich haben, desto besser. Ja, und zwar für sie. Ja, Magiekunde zum Gegenstände identifizieren. Abatrutz könnte sie auch irgendwann gebrauchen, aber ich hätte gern genau Balsam bei Sunde. Salabunde. So. Kann ich sogar einmal steigen. So, und jedes die Wunden, die geheilt werden, entspricht der Höhe des Modifikators. Sieh die Anzahl der Wunden höher ist, im Modifikator kann keine einzige Wunde geheilt werden. Schaden jedoch ganz normal, genau. Also wenn ich eine Wunde jetzt habe. Also irgendeiner von uns eine Wunde hat, kann Gladys die wegheilen, ohne dass wir. Verbände brauchen, auch wenn wir genug haben. Diese dann eher für schwerwiegendere. Euch wiederzusehen. Ich habe einiges herausgefunden. Ja, schön, wir auch. Ja, jedenfalls, schaut her, der Talisman, den der Drache stets bei sich trug. Ich habe ihn in der Nähe gefunden, wo er starb. Schauen, dass das Material sehr erinnert mich stark an die Brosche des alten Elkhorn. Diese Ähnlichkeit kommt nicht von ungefähr. Beide Schmuckstücke wurden aus demselben seltenen Material gefertigt, aus der Schuppe eines Drachen. Eine Drachenschuppe, seid ihr sicher? Ja, darüber besteht kein Zweifel.
Ich habe genau in der richtigen Richtung ermittelt. In Ferdok leben drei Mitglieder von Drachentöterfamilien. Alle haben laut Stadtchronik ein besonderes Kleinod in ihrem Besitz, welches an die Heldentat ihrer Ahnen erinnert. Dadurch kam ich darauf, beide Mordopfer waren Nachfahren von Drachentötern. Sandor Kuka und der alte Ekbo waren welche und wurden ermordet. Meine Aufzeichnungen ergeben, dass eine junge Frau, Jishka Iglifer, ebenfalls eine Nachfahrin von Drachentötern ist. Sie lebt im Fuhrmannsheim nahe der Taverne zur sanften Sau. Nur drei Wachfahren, aber was ist mit Ardo vom Eberstamm? Er ist auch ein Opfer der Morde. Ich weiß es nicht, er ist auf jeden Fall kein Nachfahre von Drachentötern, bin ich mir sicher. Aber wenn ich mich nicht täusche, schwebt diese Jishka in die höchste Lebensgefahr. Der Mörder könnte jederzeit zuschlagen. Bitte beschützt sie. Ich kehre derweil zurück in unser Stadthaus und werde noch einmal gründlich die Anfolge der Eberstamms studieren. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Wir sollten uns gehörig sputen. Wir müssen diesen Mörder aufhalten, koste es, was es wolle. Ja. Das heißt, wir biegen gleich hier dann ab nach Fuhrmannsheim. Morde in Ferdok. Trifft den Informanten am Hesinde-Tempel. Drachenschuppen, das war die Gemeinsamkeit der Opfer. Irgendjemand bringt Nachfahren von Drachentötern um, doch wieso? Und warum musste Ardo dann auch sterben, wenn er doch offensichtlich nicht das Blut eines Drachentöters in seinen Adern trug? Aber irgendeinen Zusammenhang muss es da geben. Immerhin wurde er auf dieselbe Art und Weise umgebracht wie auch die anderen Opfer. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Vielleicht war Ardo einfach nur im Weg. Weil er hat ja ermittelt, wahrscheinlich in den Morden. Die dritte noch lebende Nachfahrin von Drachentötern ist Jishka. Archivarin Louisiane sagt, sie wohnt im Fuhrmannsheim nahe der Taverne Sanfte Sau. Jishka schwebt in höchster Lebensgefahr. Ich muss mich beeilen, der Mörder könnte jederzeit zuschlagen. Oh, und jetzt sind die beiden weg. Also, die beiden Schnösel. Wahrscheinlich, weil es langsam dunkel wird. Verkrümeln sie sich doch in ihr Zuhause. So, Jishka, hier unten war ihr Stand und hier oben ist dann wohl ihr Zuhause. Ihr Lover ist auch verschwunden. Ihr Stand ist leer. Was ist los? Schnell erzähl, was ist passiert. Diese rot gekleidete Bande hat Jishka dort drüben beim Turm in die Kanalisation gezerrt. Ihr müsst ihr helfen. An ihr die Stadt war, ich folge den Handlungen. Die kommen mir nicht. Kann ich irgendwie helfen? Nachbar Zwiebel. Ja, schließ den Zugang hinter mir. Keiner darf ihn kommen. Gut, beeilt euch. Und obgleich gibt's kein Holz für Ardo. Alle mal hergehört. Also ziehen wir gleich mal unsere Waffen. Na klar. Da darf Kledis gleich mal eine Fulminikdose in der Gegend rumwerfen. So, fertige Kanalisation. Oh, und Jishka ist schon tot. Wir sind zu spät. Hat uns Vex nun endgültig verlassen. Keine Zeit zum Klagen.
Sorgen wir lieber dafür, dass sie dieses Mal nicht so leicht davon kommen. Genau, sie sind immer noch hier unten wahrscheinlich. Verfolge Ishkas Mörder. Diese roten Schlechter sind in die Kassation Fertox geflüchtet. Doch mir entkommen sie nicht. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Mhm. Ein Punkt der Zwergnase wäre nicht schlecht. Davor Grimm Level Up hatte, können wir bei ihm die Hiebwaffen 1 steigern. Und ihm noch einen Lebenspunkt verabreichen. Gladys. Verbessern mal den hier und den Fulminictus.